So, meine lieben Freunde und damit herzliches Willkommen zur 43. Episode von Top 5 Plays und ich würde sagen, wir reden heute gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern fangen einfach mal direkt mit Platz Nummer 5 an. Und zwar haben wir heute den Werten Vibes Zanny und zwar ist er hier auf Shipment unterwegs mit der K98. Und macht hier einfach mal einen gepflegten Triple Collet. Sehr nice Clip. Misst hier leider noch den vierten. Auf jeden Fall nicer Platz 5. Auf Platz Nummer 4 haben wir heute Vibes Cars. Und zwar ist er hier auf Shootouts unterwegs mit der Ironside MK2. Und läuft hier erstmal ein bisschen. Misst hier leider einen Gegner und macht hier auch einen gepflegten Triple Collet. Stirbt dann leider bei dem vierten. Auf Platz Nummer 3 haben wir diese Woche Vibes Crazy und zwar ist er hier auch auf Shipment unterwegs und holt da direkt mal den ersten Headshot, dann den zweiten Headshot, wird hier gesplittet, holt den dritten Headshot, wird nochmal gesplittet und holt da den vierten Headshot. Wäre ansonsten eventuell auch noch ein bisschen higher gerankt, aber dadurch, dass er leider so gesplittet ist, leider nur Platz 3. Auf Platz Nummer 2 haben wir heute GAK Takif und zwar ist er hier auf Shooters unterwegs und holt da direkt mal den zweiten Gegner in diesem Clip, holt da nochmal den dritten. Läuft hier ein bisschen weiter, holt da den vierten, da den fünften, da nochmal den sechsten. Hitmarkt hier leider den siebten, holt da den siebten mit der Deagle und holt da nochmal den achten für einen 5 on times 2. Hätte sogar ein times 3 sein können, wenn es nicht gesplittet worden wäre. Auf jeden Fall sehr nicer Clip. Auf Platz Nummer 1 haben wir diese Woche Vibes Tactics und zwar ist er hier auf Griddle unterwegs mit der Paladin im Black Ops 4 und holt da direkt mal den ersten, dann nochmal den zweiten, dann nochmal den dritten, dann nochmal den vierten, dann nochmal den fünften und dann nochmal den sechsten für Quad Times 3. Teilweise einfach across the map. Sehr geiler Clip, hat mir sehr gut gefallen und deswegen auch ein verdienter Platz 1 diese Woche. Versteht bitte einfach, dass wir euch nicht alle Clips zeigen können, die wir in letzter Zeit so gehittet haben, weil vieles auch einfach für Vengeance 3 geused wird. Vengeance 3 kommt, by the way, am 15.03.2020, also seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr Clips habt, die ihr gerne in diesem Format sehen wollt, dann schickt uns doch einfach mal einen Link per Twitter, Instagram oder Facebook, wie ihr das Ganze halt am liebsten habt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Top 5 Plays und haut rein.